Um etwas richtig und fest und sicher an der Wand zu befestigen, benötigen wir in der Regel einen Dübel. Dieser wird in der Wand befestigt mittels eines Lochs, welcher der Bezeichnung auf dem Dübel entspricht. Bevor Sie ein Loch in die Wand bohren, sollten Sie sicher gehen, dass sich an dieser Stelle keine elektrischen Leitungen sowie keine Wasserleitungen befinden. Sollten Sie sich unsicher sein, müssten Sie dies nochmal überprüfen lassen. Durch den Klopftest an der Wand kann man ganz leicht herausfinden, ob sich dahinter ein Hohlraum befindet oder nicht. In diesem Fall haben wir hier eine massive Betonwand und es eignet sich ein Universal- und Spreizdübel. Für so eine massive Betonwand müssen wir die Bohrmaschine auf die Bohrhammerfunktion stellen. Nach dem Lochbohren setzen wir den Dübel an und schlagen ihn mit dem Hammer komplett in die Wand ein. Die Schraube sollte halten. Sollte das Loch nicht an der richtigen Stelle sein, so können Sie den Dübel mit einer Schraube wieder entfernen und das Loch mittels Füll- und Spachtelmasse oder diesen Schnellspachtel verschließen. Am besten eignet sich der Schnellspachtel, weil es relativ zügig geht. Wichtig ist, nur eine geringe Menge Spachtel zu verwenden und diese direkt in die Bohröffnung zu drücken. Den Rest dann abstreichen, sodass keine weiteren Unebenheiten auf der Wand entstehen. Möchte man im Bad an den Fliesen etwas befestigen, so sollte man dies kleben. Hierzu gibt es verschiedene Möglichkeiten, die im Baumarkt erhältlich sind. Ist es unumgänglich, ein Loch zu bohren, dann unbedingt in die Fugen, um die Fliese so wenig wie möglich zu beschädigen. Hierbei ist wichtig, die Bohrmaschine nicht auf Schlag, sondern auf Normalposition zu stellen.